ob man es ihm jetzt gegönnt hat. Ne? Ja, weniger. Da haben wir uns gedacht, komm, wir geben jetzt einfach mal so diese kalte Schulter kurz spüren lassen und danach haben wir alle mit ihm ja gesprochen. Hi, mein Name ist Nico, willkommen zu diesem Video. Falls du neu bist, mein Name ist Nico, ich bin 20 Jahre alt. Auf diesem Kanal geht es viel um das Thema LGBT, TikToks, Musikstuff. By the way, kommt dann am Freitag mein neuer Song raus, nicht verdient. Auf jeden Fall einschalten in diesem Kanal. Heute reden wir mit Pascal. Pascal ist Kandidat von Prince Charming dieses Jahr, ist in Folge 4 rausgeflogen. Und wir werden so ein bisschen über Prince Charming reden, über seine Entscheidung mitzumachen, über den Tee in der Villa, über diese Missgunst, diesen Neid. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wen ich als nächstes hier auf diesem Kanal interviewen soll. Ich würde sagen, wir stecken gar nicht lange rum und legen los. Have fun. Mich nicht verdient. Freut mich, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Du hast gesagt, du kennst den Kanal schon, ne? Fand ich voll lustig. Ja, tatsächlich habe ich dich durch Costas entdeckt. Also ich folge Mick schon etwas länger. Irgendwie wegen dem ganzen Q-Clash-Ding und dann bin ich auf Costas gestoßen und dann habe ich dich in seinen Videos entdeckt und dachte so, boah, Mensch. Voll mein Thema, ne? Ah. LGBTQ, TikTok und den ganzen anderen Kram. Also das ist so nach dem Feierabend, wenn man nichts mehr vorhat, kann man das sich gut anschauen. Sehr schön, freut mich. Die Frage an der Frage, die ich jedem stelle, warum hast du dich beworben? Weil Corona oder? Ja, sowohl als auch, also tatsächlich haben Freundinnen mich dazu gedrängt, mich zu bewerben. Die wollten schon, dass ich zur Staffel 2 gehe, aber da war ich noch so, ach, ich studiere gerade und ich bin gerade im Job und ich bin dann Gruppenleitung geworden. Bin aber dann sei froh. Und das hat einfach nicht gepasst. Und dann irgendwie so Staffel 3 war dann so ein spontanes Ding. Eine Freundin hat ein Ringlicht zum Geburtstag geschenkt bekommen. Dann hat sie mich eingeladen und sagte sie, wir machen das jetzt. Ich verstehe. Okay, alles klar. Dann war das irgendwie geritzt. Warte, ich muss ja mal kurz Nachricht muten, weil ich hier gerade dumm. So, jetzt ist alles nicht schön. Okay. Du kommst aus Köln-Umgebung, ne? Genau, also ich wohne jetzt seit 2 Monaten in Köln. Ich bin lustigerweise auch gerade mit Drehschluss und allem so nahtlos nach Köln gezogen. Ursprünglich komme ich vom Sauerland, aus Iserlohn. Okay, ich weiß nicht, wo das ist, aber kannst du schon Leute aus der Villa oder warst du alleine quasi? Tatsächlich kannte ich niemanden so richtig aus der Villa. Also kennengelernt habe ich, naja, dann an bestimmten Orten jemand anderen. Robin kannte ich eigentlich auch nur von seinem Podcast her. Also der dachte ich so, ah, okay, das Gesicht kennst du. Okay, verstehe. Du bist ja nicht wie bei Prince Charming nicht mit so Squads angezogen, sondern mit so alleine quasi. Genau. Was war dein erster Gedanke, als du dein Kind gesehen hast, dann letztendlich, als er kam? Als Kandidat erstmal und dann als Prinz. Mein erster Gedanke als Kandidat war ja tatsächlich, Kim hat mich ja durch die Villa geführt. Stimmt. Und wir hatten die ganze Zeit so ein Running Gag mit Zitronensorbet von Harry Potter, dass wenn der eine sein Getränk leer hat, der andere halt dem anderen wieder ein Bier bringt. Okay. Und ich fand die mega sympathisch und dachte mir wirklich noch so, okay, wenn es der Prinz nicht ist, dann mit Kim stehst du eh schon in einem Zimmer, den krallt sie dir dann. Verstehe. Und dann kam die Bombe und ich dachte mir nur, well, fuck, aber du hast gut mit ihm gesprochen, vielleicht bist du heute sicher. Ja. Also heute, da warst du sicher. Da war ich noch sicher. Habe ich auch im Gegensatz zu den anderen etwas sicherer gefühlt. Und Kim ist halt einfach ein Traummann. Also der hat ja krass grüne Augen und ich sage immer, ich finde grüne Augen viel geiler als blaue. So mein Ding. Und ist ein Riesentyp, wie man später gerne sagt, Thor. Ja, und halt auch einfach voll mein Typ gewesen, so vom Kennenlernen her. Ja, als er hier war, eigentlich bin ich mir der Größte beim Dreh und musste immer gucken, dass die natürlich nicht so klein wegkommen. Ey, wir mussten hier alles umbauen, damit der Platz... Weil, furchtbar. Ich musste hochgucken. Und das Ding ist, wir sehen einfach alle winzig aus und der Cast ist eigentlich groß. Also wir sind alle so 1,80, über 1,80. Ich bin auch 1,84, genau. Nee, ich bin auch 1,83, aber wenn man das jetzt sieht, wir sind einfach alle Zwerge, weil Kim einfach voll der Riese ist. Das stimmt, ja. Hast du das Gefühl, dass deine Gefühle, sag ich mal, sich verändert haben, als es hieß, er ist der Prinz, oder war das immer noch auf der gleichen Ebene? Also die Gefühle haben sich definitiv nicht verändert, weil ich zu diesem Zeitpunkt nichts anderes außer Aufregung gefühlt habe. Verstehe. So die Dynamik hat sich geändert. Also es war anfangs so super locker und spaßig und wir haben unsere Witze gemacht und irgendwie war dann so dieser Prinz und dann hat er diese andere Position gehabt. Dann war so die Dynamik halt zwischenmenschlich irgendwie anders. Und dann habe ich ihn noch irgendwann mal drauf angesprochen und gesagt, ey du hör mal, das fällt mir so auf. Das ist so die Mauer, die müssen wir jetzt mal kurz durchbrechen. Und wenn wir das hingekriegt haben, dann ist es wieder so angenehm wie am Anfang. So, ich wollte wieder das haben, was ich mit Kandidat Kim hatte. Verstehe. Aber ich fand, das war eigentlich ein ganz guter Aufhänger, so ein lockerer Aufhänger, dass er als ersten Kandidat war. Da war schon mal dieses Eis gebrochen, ne? Dieses Aufregungseis. Boy. Wobei, die Aufregung kam ja erst, weil er hat ja die Bombe platzen lassen. Dann ist er ja so richtig charmant übers Tor gesprungen. Ja. Und dann waren wir alle so, what the fuck, das passiert jetzt gerade wirklich? Okay, alles klar. So. Kommt noch ein zweiter Prinz? Ja. Kommt heute Abend dann so zwei? Können wir aus? Wir haben uns alles ausgemalt. Ja, verstehe.
du warst ja nicht auf wirklich vielen Dates. Du hattest ein Gruppendate, hast du gesagt. Was macht man denn den ganzen Tag in der Villa? Also, war dir krass langweilig? Hast du ein Hobby entwickelt? Oder was war da? Ich weiß ja nicht. Ich traue mich kaum, es zu sagen, aber ich habe ja verdammt viel geraucht. Schlechte Eigenschaft. Okay. Einfach, weil dir super langweilig ist. Also, das Ding ist, klar wird Musik gespielt, klar, du unterhältst dich mit den anderen, man lernt sich kennen. Wir haben irgendwann auch mal gegrillt, ein Feuerchen gemacht. Keine Ahnung, es ist schon lustig, aber du wartest eigentlich die ganze Zeit, dass die vom Date wiederkommen, dass die erzählen und dass es so auch für dich dann weitergeht, weil du ja weißt, okay, so, ich liege jetzt in der Sonne, versuche ein bisschen braun zu werden, aber nicht zu rot, weil das sieht auch blöd aus. So, ne, stay healthy. Ja. Ja, und dann kriegst du die Zeit irgendwie um. Verstehe. Also primär hat man sich einfach nur gelangweilt, ja? Primär. Ja, also sagen wir es mal so, es gab ja diese Sporty Guys wie Robin oder Bon oder auch Kevin, die ja die ganze Zeit Sport gemacht haben. Ach so, okay. Zu denen gehöre ich nicht. Du rauchst dann. Ja, ich war dann die Bitch, die in der Ecke saß und hab so, du machst das mit den Squats ganz fein. Ah ja, das sind mir die Liebsten, die immer so gut nicht machen, ja, ja. Nee, und ab und an ist man dann halt in den Pool gesprungen, hat dann halt den Schwanz versucht, so alles zu nutzen. War dann aber froh, wenn man wusste, okay, jetzt kommen die Leute wieder, jetzt hat man so neue Input. Gossip. Das Ding ist ja auch einfach, alle, die auf einem Date gewesen sind, konnten ja Kim kennenlernen, konnten Kim weiter kennenlernen. Und gerade wenn sie weitergehen, ist also dieses, okay, game on. Du kannst jetzt gerade irgendetwas erfahren, wo du sagst, hey, darauf spreche ich dich heute Abend an. Ja. Das ist so ein Fakt, der ist bei mir hängen geblieben und jetzt möchte ich mal gucken, hatte man ja was sagst du dazu, was sind meine Gedanken? Ja, man bereitet sich so ein bisschen vor. Verstehe, okay. Was mir aufgefallen ist, und ich glaube auch vielen anderen, dieses Thema Neid und Missgunst, so diesen Filter, ist crazy dieses Jahr. Wie war das denn vor Ort? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr euch durchgehend geprügelt habt auf gut Deutsch. Wie war das denn vor Ort? War das da auch so krass, dieses Gefühl von Neid? Nee. Also schon so, wenn ich mal nachdenke. Da fällt mir aber direkt immer so ein Spruch, ich bin ja auch so ein Sprücheklöver manchmal, wenn ich es richtig hinbekomme. Und dann, meine Mama sagt halt immer, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leiden schafft. Ah ja, okay. Aha. Das heißt, so im Endeffekt, natürlich habe ich beispielsweise Jan den ersten Kuss gegönnt und auch das Einzeldate nach unserem Gruppendate. Mhm. Aber wem gönne ich es am meisten? Mir selbst. Und man ist dann so ein bisschen neidisch. Man wird dann auch so ein bisschen needy. So, okay, ja, verstehe. Ist halt auch so schön. Wir haben uns gegenseitig schon gefreut, aber ja, am Ende will man es halt am meisten selbst, ne? Verstehe. Okay, also würdest du schon sagen, dass ihr schon alle ein Team wart, aber trotzdem... Nein, also das definitiv nicht. Also okay. Wir waren nicht alle, also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich halt noch mit drin geblieben bin, will ich nicht sagen, dass wir alle durchgehend ein Team waren. Wir waren super harmonisch, wir waren super respektvoll miteinander, aber die einen haben sich besser mit den einen verstanden, die anderen mit den anderen. Okay. Das bedeutet aber nicht, dass wir irgendwie dem anderen halt den Dolch absichtlich in den Rücken gerammt haben. Verstehe. In Folge 4 sieht man auch, dass sich Arne und Felix ein bisschen krass annähern. Hat man das auch in der Villa vor Ort gemerkt? Oder war das alles top secret bei den beiden geblieben? Ganz ehrlich, ich habe das ja alles im Nachhinein ein bisschen erfahren und dann wurde ein bisschen darüber rumgetratscht und ich dachte so, boah, wo habe ich gelebt? Wir waren die ganze Zeit im gleichen Haus und was ist an mir vorbeigegangen? Verstehe. Auch als Kim die Bombe hat platzen lassen mit lasst eure Hände über der Decke. Ja. Alle wussten ja direkt Bescheid und ich stehe da so und denke mir, was passiert? So voll naiv. Hä? What? Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, dass du das nicht gemerkt hast, glaube ich. Nö, zu dem Zeitpunkt war mir das wirklich egal. Ja. Das ist halt das Ding. Viele Dinge sind mir auch einfach sehr egal. Verstehe. Aber genau da mit diesem Händeding ist die Manfred-Bombe geplatzt. Ich finde, Manfred war schon allgemein sehr präsent, also zumindest im Schnitt. Teufelsrochen, ne? Ja. Es war ja schon immer sehr präsent, der Manfred. Wie war das denn vor Ort? War der auch in der Villa so präsent oder war das der Schnitt im Endeffekt? Nö, Manfred war Manfred. Also Manfred hat auch den ganzen Rahmen eingenommen. Manfred hat auch wirklich super viel entertained. Es war super lustig. Aber, und jetzt muss man es einfach mal sagen, wir sind ja wirklich 24/7 in dieser Villa. Und das ist cool. Aber jetzt bist du mal einen Tag nicht auf dem Date oder du hast Manfred die ganze Zeit an der Backe. Und ich bin jemand, ich brauche auch mal einfach mal meine Ruhe. Und die Villa ist groß genug, wo du dir auch deine Ruhe nehmen kannst. Und dann kommt dieses Sprachrohr dadurch. Und er ist liebevoll, er ist toll. Aber manchmal denkst du dir einfach, oh, bitte sei still. Lass mich in Frieden. Verstehe, okay. Also war das mehr der Situation geschuldet an sich? Dieses, ja, definitiv. Okay. Verstehe. Manfred, also wir waren jetzt auch zusammen auf dem CSD in Köln und uns schon in Hamburg getroffen. Er hat so eine ruhige Seele und ich denke mir so, boah, du bist so cool. Warum gingst du mir in der Villa so auf den Sack? Okay, verstehe. Ich glaube, das ist auch der Sinn, ne, der Show im Endeffekt wahrscheinlich einfach auch. Vielleicht, ne? Ja, klar. Wie war das denn? Er hat ja die Bombe platzen lassen mit Kim auch, dass irgendwie...
wie war das nochmal, dass auf jeden Fall gekuschelt wird in der Villa. Das war ja am nächsten Tag, war die Mut ja nicht so richtig rosig. War das wie in der Folge auch, dass quasi alle gegen Manfred waren und alle ihn so ein bisschen alleine gelassen haben? Oder war das eine Situation von vielen? Nein, das war nicht so. Also es ist schon so, als Beispiel, grundsätzlich waren Arne, Maurice und ich mit immer einer der ersten drei, die halt wach geworden sind, okay, noch bevor man geweckt wurde. Und Manfred war, also komischerweise war Manfred auch relativ früh wach. Irgendwie kam man halt so raus. Mhm. Und ich dachte mir schon so, ja gut, meine Güte, wir werden alle Nacht drüber schlafen, du hast dich auch dieses Ding gegessen, meine Fresse ist halt, liegt halt einfach hinter einem, aber das Arme ist einfach da. Das heißt, ich habe einfach versucht, kurz in diesem Moment mit Manfred zu reden. Er hatte da nicht so den Mut drauf, und dann war ich so, okay, du brauchst auch deinen Raum für dich, du musst diese Situation erstmal kurz ausleben. Aber ja, wir haben halt gesagt, einfach vor Kopf sagen können, ey, das fand ich die Scheiße von dir, würde das mit uns besprechen können, statt einfach so in den Kampf zu Kim zu gehen, war kacke. Am letzten Abend, der Akku war bei der Welt, kann alle deswegen nicht wundern. An dem letzten Abend, in der Villa hast du ja mit Kim noch so ein Gespräch geführt. es war sehr ruhig. Wie hast du das persönlich empfunden? War das für dich auch unangenehm oder war das der Schnitt oder wie war das für dich? Das Gespräch war so unfassbar unangenehm. Was man nicht weiß, ist halt, dass also an dem Tag ging es mir unfassbar schlecht. Also ich hatte richtige Magenprobleme. Ja, jetzt schiebt man es auf irgendwelche anderen. Nö, ich verstehe das, alles gut. Typisch. Und ich wusste aber, okay, fuck, es wird jetzt hier ganz schön eng langsam. Mhm. Scheiße, so das erste Übernachtungsdate war, okay. Ich wusste auch nicht, wohin mit ihm tatsächlich. Kim hat ja noch zu mir gesagt, wir müssen ein bisschen tiefgründiger werden. Und ich war so, okay, fuck, wie? Und ja, es war ein super unangenehmes Gespräch. Ich habe mich auch tatsächlich so ein bisschen daran aufgefangen, dass er meinte, ich bin Fähnchen im Wind. Mhm. Dann war ich so, bin ich das? Bin ich das nicht? Eigentlich? Und dann habe ich so mit den anderen darüber gesprochen, weil mir so meine Selbstreflexionsfähigkeit voll gefehlt hat und so dachte, habe ich so eine schlechte Selbstwahrnehmung? Mhm. Dann habe ich mit den anderen so ein bisschen gequatscht und dann hat man sich so ein bisschen das Ego-Pushing geholt. Ja, aber es war schon unfassbar unangenehm. Also das Gespräch war unangenehm. Ich war froh, als es vorbei war und im Nachhinein dachte ich noch, boah, wie dämlich, dass du dieses blaue Getränk getrunken hast. Okay, hast du das schon irgendwie geahnt, dass du gehen musst vielleicht? Oder war das? Ja, ja. Also mir war das, ich hatte Hoffnung. Ich bin ja auch so jemand, ich hoffe bis zuletzt tatsächlich. Und ich hatte die Hoffnung so, oh, komm, gib mir noch eine Chance. Mm-hmm. So irgendwie, ist, ich habe verkackt, das weiß ich. Aber das muss ja noch nicht unbedingt das Ende bedeuten. Ja, ja. Und ja, als es dann das Ende war, war es nicht so überraschend, aber trotzdem schmerzvoll irgendwie. Verstehe, okay. Vor dem Gespräch kam ja dann noch Maurice nach Hause, auf unser Übernachtungsdate. Und ich sag mal, in der Villa waren jetzt nicht alle so richtig rosig begeistert, als er zurückkam und keiner mit ihm so richtig geredet. Wie war denn die Stimmung vor Ort? Weil klar, der Schnitt ist halt ein Filter, ne, logischerweise, mit auch noch trauriger Musik und Schwarz-Weiß und whatever. Wie war das denn vor Ort? War das entspannt oder wie hast du es empfunden? Also es war schon entspannt. Ich meine, im Endeffekt saßen wir abends alle noch, gar nicht wahr, wir hatten abends unsere kleine Poolparty auch noch. Und wir wussten alle, okay, es ist ein Übernachtungsdate, so spät kommt halt niemand, wir kamen bislang noch nie jemand zurück. Also sind wir halt schlafen gegangen, irgendwann waren am nächsten Morgen halt wach und wussten, okay, er ist halt wirklich nicht da. Maurice hat ja mit dem Keller gepennt, neben Arno, das heißt, wir wussten, sein Bett ist unberührt, wir wussten, er hat da gepennt und dann war das auch erstmal ein bisschen abgehakt und dann hat man halt so ein bisschen rumüberlegt, okay, man hat sich selbst nicht unbedingt verglichen, aber man hat halt so abgeschätzt, okay, wie ist meine Chance, wie könnte es sein, wo sind welche Typen. Okay. Und es war halt einfach so, ja, meine Güte, ist halt passiert. Irgendwann musste das erste Übernachtungsdate passieren, war halt jedem von uns klar. Ja, ob man es ihm jetzt gegönnt hat, ne? Ja, weniger. Aber ja, man hat dann auch, ich meine, wir haben dann auch so rumgespeist und gesagt, wir ignorieren ihn jetzt alle, wenn er reinkommt. Ja, so richtig Kinder. Das haben wir gemerkt. Ja, aber wir saßen dann da trotzdem so. Wir haben ihn kurz, das nur kurz spüren lassen, so wie dieses, wie in letzter Staffel sie alle gesagt haben, shame, 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 ja, ja, bla bla bla, wie auch immer, haben wir uns gedacht, komm, wir geben jetzt einfach mal so diese kalte Schulter kurz spüren lassen und danach haben wir alle mit ihm ja gesprochen. Man hat ja dann noch das erfahren, was er uns ja hat erzählen wollen. Punkt. Ist ja weniger bilderbuchmäßig gewesen als bei Jan. Ja, das war schon sehr bilderbuchmäßig, das stimmt. Ich fand es auch lustig, dass dann Jan auf Mond zurückgegangen ist und gesagt hat, wir haben viel zu wenig erfahren und dann sich beschwert hat, so quasi. Das fand ich lustig. Bereue ich das allgemein mitgemacht zu haben oder war das wirklich toll? Ich würde immer wieder mitmachen. Also ich finde, das ist so, ich empfehle es auch einfach jedem zu sagen, ey, go for it, do it. Es ist eine mega krasse Erfahrung. Es ist auch irgendwie so eine Grenzerfahrung, weil es ist ja wirklich, man hat keinen Kontakt zur Außenwelt. Du lebst in dieser Bubble, Prince voll. Charming und ich meine jetzt mal ganz im Ernst, welche 18 Typen würden im normalen Leben einem Kerl hinterherrennen?
Das stimmt. Ja. So, jetzt kommt aber so ein Prince Charming Tim Tränker her, der leider noch ein bisschen sehr attraktiv gewesen ist und wahrscheinlich immer noch ist. Ne? Ja, und dann hat das einfach so ein ganz neues Spiel wird und man entdeckt sich selbst halt einfach komplett neu und das ist so cool. Und ich muss einfach sagen, mir hat es auch einfach viel so meinen Horizont geöffnet, Menschen wie Robin, Thomas, Kevin, auch Manfred und Arne kennenzulernen. Mhm. Man profitiert ja selbst auch von Beziehungen. Max, ich meine, boah, was für geniale Menschen. Voll. Ja, Max kam jetzt noch ein bisschen zu kurz leider, ne? Der wird mir gar nicht gezeigt so richtig, der Max. Ja, aber Max ist halt so eine super gute Seele. Der ist so ein süßes Mäuschen. Ist nicht gut für die Show. Ist nicht gut für die Show, wird nicht gezeigt. Wir wollen da dran, ey. Ja. Werft doch mal eine Flasche hinterher. Ja, also, wahrscheinlich. Das wäre zu viel. Das stimmt. Naja, ich sag nur Princess Charming Folge 1, ne? Mit Ole aber und Max Sonja. Max ist doch auch bei dem Gruppendate dabei, wenn es ums Sport geht. Das stimmt, ja. Ne? Also Max ist ja schon, also er hat ja schon trotzdem nochmal sein zweites Gruppendate. Das ist ja dieses, Robin und er haben ja zwei Gruppendates hintereinander. Ich wurde ja nicht eingeladen. Ja, Robin ist eins am anderen, ne, der Robin. Richtig lustig. Ja, Max aber genauso. Ja, es sind so viele Dates, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber ich bin auf die White Night gespannt, weil da ist ja der Max die Drag Queen. Bin ich sehr gespannt. Ganz im Ernst, das tat am meisten weh. Einfach weil man wusste, okay, so, man hat Entscheidungen abgeschätzt, so jeden Gentleman's Night. Und dann war das so, ich wusste einfach, fuck, ich gehe vor der White Night. Ja. Ich hatte kein besonderes Outfit, aber ich wäre sehr gerne da gewesen. Verstehe. Aber habt ihr euch noch danach ausgetauscht, per WhatsApp danach? Also weißt du, was passiert? Also habt ihr euch untereinander informiert, was so passiert danach? Ich würde sagen, es bleibt spannend, oder? Ja, also, ich meine nur... Ich schalte jeden Dienstag ein auf TV Now, Prince. Gut geantwortet. Verdammt. Okay, dann vielen Dank, dass du da warst. Ich mache ja noch kurz fertig, dann melde ich mich dann nochmal bei dir. Dir noch einen schönen Abend. Und Kanal in der Beschreibung verlinkt, Instagram. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Mach's gut.